So we're doing escort, aren't we? Yeah, I'm not. It's fremd. Schönen guten Tag. Der ist für Ewigkeit gebannt. Die war in der Luft. Ich bin nicht für verantwortlich, ob nichts passiert. Sabine hat sich auch so schön gemacht. Ob er nun nicht? Das war über 60 Jahre. Das war auch, ne? Ja, das hat er immer. Trockener Stoff deshalb, weil es mehr oder weniger vorgeschriebene Dinge sind, die wir zu sagen haben. Und wir uns dann auch immer noch prüfen müssen, damit auf der anderen Seite noch was überkommt. Dass wenigstens etwas von dem ersten gemeinsamen Tun ihrer zukünftigen Ehe auch hängen bleibt. Und wenn es der Gedanke an den Raum war, des Standes war. Die beizubringenden Unterlagen haben vorgelegen, Ehehindernisse, schon mal ein böses Wort, sind dem Standesbeamten nicht bekannt geworden, sodass sie heute miteinander die Ehe eingehen können. Um das Wort Ehehindernisse zu erklären, zu enge verwandtschaftliche Beziehungen, noch verheiratet sein und wären Ehegeschenke. In der Bundesrepublik Deutschland darf eine Ehe nur vor einem Standesbeamten geschlossen werden. Nee, die Angehörigen nicht. Ja. Es reichen zwei, die das Ja hören. Aber die anderen sind trotzdem Zeugen. Ja, ja. Gut, die beiden müssen mit unterschreiben, nicht? Sehr geehrtes Brautpaar, wir sind heute hierher gekommen, um miteinander die Ehe abzubilden. Der besonderen Bedeutung des heutigen Tages sind Sie sich sicherlich bewusst. Sie werden alsbald feststellen, dass sich durch die Ehe ihr gesamtes zukünftiges Leben verändern wird. Mit dieser Ehe schließen sie aber auch miteinander einen Vertrag, in dem jeder seine Hoffnungen und Wünsche einbringt. Dieser Vertrag beinhaltet aber auch Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gegenüber dem Partner. Lassen Sie daher bitte für die Zukunft das Ich zum Wir, die stehen mit Claudia, Katharina, Maria, Helwig, die Ehe eingehen wollen, antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Ich darf auch Sie fragen, Claudia, Katharina, Maria, Helwig, ob Sie mit dem neben stehenden Peter, Bernd, Lester, Walker die Ehe eingehen wollen, dann antworten auch Sie mir bitte mit Ja. Ja. Nachdem Sie mir beide meine Frage mit Ja beantwortet haben, erkläre ich hiermit, dass Sie nunmehr Kraftgesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Herzlichen Glückwunsch, Frau Westerbarker. Dankeschön. Danke sehr. Herzlichen Glückwunsch, den Angehörigen ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Bitte schön, wenn Sie Ringe austauschen möchten. Ja.
Ja, so flott geht das, dann ist man vorher hier raus. Ne? Da geht sie hier nie zu. Ich kann doch mal die. Ein bisschen Fiatschblatt ist da mehr drin. Weil ich vorfahren aus der Fähre gegeben stand. Bornholte. Ja, ja, Fähre. Ja, so hatten mehr oder weniger neu Gütersloh, zwei alt eingesessene Gütersloh von mir zusammen. Ja. Ja, was ist die Ehe? Die Ehe ist ein Versuch, die Probleme zu zweit zu lösen, die man alleine nicht gehabt hätte. Ne? Brauchen Sie nur zweimal zu schreiben. Namen, den ich so oft schreiben muss, ne? Ja. Gerade bin ich dabei, Geburten zu unterschreiben. In der Hauptsache bin ich Claudia Katharina Maria Westerwarke geboren, Helge, deutsche Staatsangehörige, wonach die Gütershof Sandenstraße 9 ausgewiesene Personalausweis erklärt. Ich habe am 10. April 1992 in Gütersloh mit Diplom-Volksväter Bernd Westerwarke, deutsche Staatsangehörige, die Ehe geschlossen. Ich führe seit meiner Eheschließung den Ehenamen Westerwarke. Bei Eingehung der Ehe habe ich meinen Geburtsnamen Helwig geführt. Erklärung, da mein Geburtsname nicht Ehename ist, stelle ich gemäß § 1355 Absatz 3 des bürgerlichen Gesetzbuches meinem Ehenamen Westerwarke den Namen Helwig voran und will den Namen Helwig-Westerwarke führen. Mir ist bekannt, dass diese Erklärung unwiderruflich ist und dass die Führung des vorangestellten Namensleiters ein persönliches Vielen Dank, haben Sie aber sehr gut gemacht. Ja. Danke sehr. So kommt es besser an, als wenn man es so trocken wegmacht, ne? Auf Westerwarke. Ja, ich kenne Sie von letzten? Bildern her und so weiter. Und, Sie, man, Sie können man ist, Blatt auch eine Drohung machen. Richtig, das möchte ich ganz gerne mal. Ja, irgendwann findet sich mal. Und, hallo, vielen Dank, Wiedersehen. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja. Ja, Das ist lange und prächtig. Ach, guck mal, das ist ja schön. Jetzt, wir hoffen, dass das.
Die fahren jetzt erstmal hin und machen das schon mal sauber. Ja, guck du in der Kamera. Frau Westerbacher, nehmen Sie doch mal die Hand doch runter. Besser. So, dann schauen Sie mal allgemein hier ein bisschen freundlicher die Damen auf. Noch ein bisschen näher. Okay, bleiben wir mal so. Schauen Sie hier mal hin. Augenblick nochmal. Nicht so böse. Das Brautpaar. Schauen Sie hier mal hin. Moment, einmal noch. Passt das schon? Schauen Sie hier nochmal. Ja, ja. Und nochmal. Schlagen wir nochmal allgemein. So, schauen Sie hier nochmal hin. Danke. Okay. Das ist sehr. Hier schauen wir mal alle hin. Ja. Ja, gut, lass sein. Nein, weg davon, ja. Der Foto. So, schauen wir mal alle hin. Moment, bleiben wir mal alle so. Mal angucken. Schauen Sie hier mal. Hi. Einmal mit angucken. Ja, Moment. Dass wir oben die Köpfe so ein bisschen zueinander kriegen. Jawohl, ja. Moment nochmal. Schauen Sie hier nochmal an. Ja, danke. Gut, klasse. Irgendwie dient da nicht so ganz gut. Da haben wir nochmal. Daher müsste man noch so ein bisschen wie eine Maus so, ne? So ein bisschen? Ach nee, dann ist es klein. Was? Schau dir hier mal hin. So, Mensch. Achso, ja. Ihr müsst noch anlaufen, ne? Ja, das ist hier auch nicht. So, komm, ich muss ein Ding mitnehmen. Da kannst du wieder. Warum will gar nichts jetzt zu lernen? Nein, ich will nichts. Nach Frankfurt oder nach Düsseldorf? Nach Düsseldorf. Düsseldorf. Nein, ich fahre von hier nach Düsseldorf. Da hier ist Düsseldorf her. Ja, willst du schneiden? Nein, du bist gemeinsam sammeln. Ich möchte noch ein Foto von der Tour. Aber während ihr schneidet.
Ist die Dame bei dem Auto? Nein. Alle zusammen. Zusammen, Claudia, da muss man. Alle Kameras aufs Messer gerichtet? Claudia, muss ich anfassen. Also der hört nicht. Du musst weh, ich habe das Messer in die Hand nehmen und du kriegst deine Hand drauf. Ach so. So, nun. Was? Das ist nicht so einfach. Der Junge hat ja viel. Das gibt es doch so auf dem Film zu sehen. Aber ihr müsst doch nicht bis unten hin schneiden. Ja, doch. Bis unten hin? Ja. Ich denke immer erst die Klammer. Zusammen mit... Ganz zwischen den Kleinen. Ihr fängt ja schon gut an. Ja, nein, aber sie ist schon bei uns. Ja, ich esse schon. Peter, mitschneiden. Was ist oben? Oben ist Erdbeer und oben ist Schokolade. Es gibt sowieso Erdbeer, weil das oben ist. Sowieso, das ist erst. Nein, man kann nicht immer nicht. Ich nur für Schokolade. Wer möchte Erdbeer? Ja, unten kann man spielen. Hat der so gefühlt mit Erdbeer, ne? Oha, Erdbeer? Ich habe es noch. Wie viele sind denn drauf? Mit Maike. Kriegt doch jeder Maike. Ja, der Maike wird geschoren. Die oben was kriegt. Das für die noch Oma. Ich bin aber noch Oma. Ich würde an deiner Stelle da auch Wert drauf legen. Ja, natürlich geht da Wert drauf. Deswegen darf ich mal suchen. Uroma einfach. Herrlich, wer weiß, ob unser Anteil hier erwartet. Erst die Dame. Erst die Dame. Ich nehme ein Erdbeer. Das ist kürzer. Kleiner. Dann könnt ihr mir bitte.